Oh hey Freunde, ihr seid ja auch heute da. Freut mich mega, dass ihr heute eingeschaltet habt. Abonniert den Kanal, schreibt ein nettes Kommentar und lasst ein Like da. Und jetzt gehen wir mal zu Iggy und gucken, ob er zu Hause ist. Heute wollte ich mal spielen, wenn ich du wäre mit Iggy. Und ich habe ihn auch vorhin schon mal angerufen und gefragt, ob er zu Hause ist. Er sollte irgendwo bei seinem Baumhaus sein. Mal gucken, ob ich ihn irgendwo finden könnte. Bei seinem Baumhaus, ist da jemand? Nee, sein Baumhaus ist immer noch kaputt. Hier ist auch niemand. Iggy, wo bist du? Iggy? Hä? Ich hab doch gerade was gehört, Leute. Ihr habt doch auch gerade was gehört. Irgendwo ist hier Iggy. Der versteckt sich wahrscheinlich. Iggy! Hm? Ich glaube, hier irgendwo war was. Iggy? Hä? Hier war doch gerade was. Irgendwo war ein Geräusch. Hä? Iggy? Ich suche dich. Hi. Beim Feld? Nee. Hä, wo ist denn Iggy, Leute? Ich sehe ihn gar nicht. Hier ist niemand. Hier drüben? So, Leute, seht ihr Iggy? Guck mal da. Guck mal hier. Ich seh dich, Iggy. Buh. Ah. Du hast mich gefunden. Okay, und was jetzt? Ich weiß was. Wie wär's, wenn ich du wäre, spiele? Oh, oh, oh nein. Ich mag das gar nicht. Nee. Ah, komm nein. Schon, Iggy, komm bitte. Aber ich fang an. Okay. Wenn ich du wäre, würde ich... Ja. Komm mal mit. Ich komm mit. Wenn ich du wäre, würde ich... Ah, ich hab was Gutes. Auf das IKEA-Dach klettern und dann runterspringen. Los, mach es. Und zwar von hier, wenn du es schaffst. Du weißt schon, wie... Auf dich. Du weißt schon, wie hoch das IKEA-Dach ist. Du wirst deine Beine kaputt machen. Meinst du hier von dem gelben oder von dem lilanen? Gelb. Gelb. Okay. Warte, Alter, ich muss machst hier du das wirklich? Ich muss erstmal hochklettern, gucken, wie hoch das ist. Alter, Buffalo, bist du verrückt? Erstmal hochklettern. Buffalo? Ja, was denn, Iggy? Du wirst dich verletzen. Guck mal, aber hier ist überall Schnee. Wenn ich in den Schnee springe, ist es bestimmt ein bisschen weicher. Okay. Dann probier das mal. Leute, soll ich echt hier runterspringen? Guck mal, wie hoch das ist, Leute. Warte. Soll ich schon mal den Krankenwagen holen? Ich werde da schon überleben. Na schön. Okay, bei drei. Eins. Zwei. Und drei. Ja. Ah. Blub, 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 blub. Ah. Ah. Gefangen, oh mein Gott. Ach, hallo? Leute. Ah. Meine hallo? Beine. Flo? Ja, Iggy? Steh auf, bitte. Geht's dir gut? Ja, irgendwie tun meine Beine ein bisschen weh. Ich bin, glaube ich, ausgerutscht. Weil hier der Schnee ist ein bisschen rutschig. Ich hab was für dich. Ich kann keinen Schnee nehmen. Ich brauche eine Schaufel. Oh Mist. Okay, dann darfst du mich jetzt. Du darfst jetzt was mit mir machen. Okay. Wenn ich du wäre. Würde ich jetzt zum Friseur gehen und eine Glatze rasieren? Na, Buffalo, das kannst du doch nicht machen. Buffalo, bitte, ich hab. Bitte, ich geb dir auch. Guck mal. 5 Diamanten. Ja, okay. Weil wieso willst du deine Haare nicht abschneiden? Ich hab... Ich Ach so, ein Date mit Ikeline. Ah, eindeutig, Iggy. Na schön, ich mach's jetzt, Buffalo. Art... Einmal eine Glatze. Ich komme gleich wieder, okay? Du verschwindest hier. Nein!
Leute. Er macht es wirklich, glaube ich. Wir gucken jetzt mal hier. So durchs Fenster. Macht er irgendwas da? Hä? Wo ist Icky? Du hast ja echt eine Glatze gemacht. Du siehst aus wie Krantebahn mit einer Glatze. Reingelegt. Oh. Ich bin's nur. Ich habe mich aber umgezogen. Und jetzt, wie du siehst, habe ich auch eine Glatze. Aber es ist eine Badekappe. Stimmt. Okay, du bist dran, Icky. Wenn ich du wäre, würde ich... hier ist ein Telefon. Ich würde Buffline anrufen. Wie? Und ihr sagen, dass du dich jetzt mit einem Mädchen triffst. Was? Los! Icky? Wirklich? Sie wird mich hassen. Sie wird mich hassen. Das ist doch lustig. Das ist dafür, dass du mir eine Glatze geben wolltest. Okay, Buffalo, okay. Ruf an. Aber du musst doch auf Buffline anrufen. Warte, ich wähle die Nummer. Okay. Warte, so. Dann wähl mal die Nummer. Buffline. So, du musst da jetzt rangehen. Los, 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 los. Es klingelt, Leute. Los, Buffalo. Buffline, ich wollte dir mal was sagen. Sag's ihr. Ich treffe mich heute mit einem Mädchen. Tschüss. Ach, Icky. Tja, das war doch lustig. Komm schon. Aber sie wird mich hassen, wenn ich nach Hause komme. Nein, wird sie nicht. Weil sie dann nicht mehr da ist, genau. Nein, wird sie nicht. Okay. Sie wird da sein, mach dir keine Sorgen. Guck, Jana, Ehrenwort. Okay, ich vertraue dir jetzt mal. Jetzt kannst du erstmal, bist du erstmal dran, okay? Probier du jetzt mal, mich zu trollen. Mal sehen, ob du das schaffst. Was könnte man denn jetzt machen? Gibt's hier irgendwo... Du kannst mich nicht trollen. Ich bin untrollbar. Ich hab ne Idee. Gibt's hier irgendwo einen Bankautomat? Weißt du das? Jein. 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 Ist ganz weit weg, ne? Jein. Ach doch, irgendwo hier ist doch ein Bankautomat, das weiß ich doch. Nein. Nein. Doch, doch, wenn ich du wäre, würde ich jetzt zum Bankautomaten gehen oder zur Bank und mir all deine Diamanten geben. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh mein Gott. Ich brauche ein bisschen Geld. Ich möchte mein Haus noch größer machen. Nein, meine ganzen Diamanten. Nein. So viele Diamanten, Leute. Guck mal, wie viele es sind. Das war's. Ich habe keine mehr. Okay. Diesen 1-2 musst du auch behalten. Du musst ja dein Haus reparieren. Ach, das ist nett von dir. Wenn ich du wäre... Oh... Siehst du, was da drin im Müll ist? Ich glaube, ein alter Hotdog oder so? Ich würde das jetzt nehmen und dann abschlabbern. Kannst du mir den mal rausgeben? Ih, willst du das wirklich haben? Aber pass auf, du musst das wirklich nehmen und dann so richtig abschlabbern. Okay? Oder ein ganz bisschen abbeißen? Aus dem Mülleimer ist der. Vielleicht gibt es da eine Stelle, die noch ein bisschen sauber ist. Ibuflo, was ist das ehrlich? Ich weiß nicht. Ist schon ein bisschen... Los, Buffalo. You can do it. Ich weiß. Ach, ey. Icky, du weißt, du wirst es bereuen? Nein. Doch. Eben nicht. Okay. Okay, ich hab's weg. Sicher? Ja. Sag mal, ah. Ah. Das ist echt gegessen. Okay, jetzt, Icky, du kriegst es zurück. Wenn ich du wäre, Icky, würde ich jetzt Ickeline anrufen und Schluss machen. Also entweder soll ich sie anrufen oder Schluss machen, aber beides geht nicht. Das sind ja zwei Sachen. Nein, nein, oder ich musste auch Buffline anrufen. Nein, das geht nicht. Ich kann nicht Ickeline anrufen. Doch, ich musste auch eben gerade Buffline anrufen und sagen, dass ich mit einem anderen Mädchen treffe. Hör doch auf! Du machst jetzt Schluss mit Ickeline. Ickeline. Okay, warte. Leute, er macht echt Schluss mit Ickeline. Hier ist Icky. Du, ich muss dir was sagen. Nein, 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 warte. Du, ich muss dir jetzt wirklich was sagen. Und zwar mache ich... Schluss? Buffalo, ich hasse dich. Nein, 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 ich hasse dich sowieso. Nein, 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 ich erkläre dir das Spiel. Sie hat aufgelegt? Buffalo! Ich glaube, sie wird mich umbringen. Wie, sie hat...
Was? Sie hat aufgelegt. Sie ist sauer. Sie hat gesagt, sie ist sauer. Ach, was hast du getan? Nein. Du weißt ja, wie verrückt Ekeline ist. Oh mein Gott, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich muss hier weg. Ich muss zur Polizei. Tschüss, Moflo. Oh mein Gott, schnell weg. Zum Glück stecke ich nicht in seiner Haut, weil ihr wisst ja, wie verrückt Ekeline ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert jetzt den Kanal, schreibt ein nettes Kommentar, schaut bei meinem Freund Iki vorbei und lasst ein Like da. Tschüss. Ciao.